Und jetzt sind wir hier unten in dem Bereich der Büros und der Archivräume. Hier ist auch der sogenannte Processing Room, wo Dinge, die neu angeliefert werden, erstmal in Quarantäne kommen und dort aufbereitet werden, erschlossen werden. Im Hintergrund seht ihr Büros mit Computern. Hier werden Anfragen beantwortet, hier werden die Daten für die entsprechenden Objekte eingegeben. Wir sind hier im Bereich Sammlungen. Und was sammeln wir eigentlich? Wir sammeln alles Material, was sich rund um eine Filmproduktion ergibt. Wir bekommen Materialien von Kameraleuten, von Regisseuren, von Schauspielern, von Kostümbildnern, von Architekten, allen Persönlichkeiten rund um eine Filmproduktion. Grundlage unseres Archivs sind natürlich immer die Materialien der Urheber, also diejenigen, die Künstler, die uns ihre Primärmaterialien zur Verfügung stellen. Das sind von der ersten kleinen Notiz, einem Zettel, der kann auch auf einer Serviette sein, wo man eine Filmidee notiert, über die ganzen Finanzierungsanträge, die ersten Entwürfe für ein Drehbuch, ein Exposé, ein Treatment, die vielen, vielen verschiedenen Fassungen für ein Drehbuch, aber auch die ganzen Entwürfe einer Kostümbildnerin, eines Architekten, eines Kameramanns, alles, was rund um die Herstellung und den künstlerischen Prozess eines Films entsteht, ist das Ziel unserer Sammlungen. Und diese Sammlungen bestehen aus Vorlässen. Vorlässe sind Dinge, die uns jemand überlassen hat, der noch lebt. Und Nachlässe, der Begriff ist sicherlich besser bekannt, sind Dinge, die wir aus dem Erbe eines Filmproduzierenden oder eines Filmschaffenden bekommen. Das sind Materialien, die uns ein Anwalt zur Verfügung stellt, die Erben zur Verfügung stellt, die Ehefrau, der Ehemann. Oder auch, was jetzt nicht zu den Vor- und Nachlässen gehört, Sammlungen, die private Leute zusammengestellt haben, zu ihrem verehrten Star. Wir sammeln hier hauptsächlich Materialien zum bundesrepublikanischen Nachkriegsfilm und ganz speziell zum neuen deutschen Film. Und da sind natürlich ganz namhafte Vertreter hier mit ihren Archiven in den entsprechenden Regalen und Archivboxen vertreten mit ihren Materialien. Das ist unter anderem Volker Schlöndorff, Peter Fleischmann, Reinhard Hauff, Romald Kammacker, aber auch von Kostümbildnerinnen und Kostümbildnern wie beispielsweise Barbara Baum oder von dem Ehepaar Toni und Heidi Lüdi, die als Filmarchitekten uns wunderbare Materialien zum neuen deutschen Film zur Verfügung gestellt haben. Es sind nicht nur natürliche Personen, sondern juristische Personen, sprich Firmen, Körperschaften, die uns Materialien zur Verfügung stellen. Eine ganz große Sammlung, sicherlich bis vor kurzem die größte Sammlung überhaupt, ist die Sammlung der CCC-Film Arthur Brauner in Berlin, die seit 1989 bereits im Archiv des Deutschen Filmmuseums ist. Und Studiokanal beispielsweise, eine Verleihfirma, hat uns all ihre Materialien inklusive der Unterlagen zum Filmverlag der Autoren überlassen. Also die Fülle an Recherchematerialien ist fast unbegrenzt und deckt die gesamte Palette der Unterlagen, der Dokumente zu einer Filmproduktion ab. Die Herstellung, aber nicht nur die Herstellung, sondern auch die Rezeption. Welche Entwürfe wurden erstellt, beispielsweise für die Bewerbung? Wir haben Originalentwürfe von Grafikern, die Plakate erstellt haben. Neben dem Produktionsarchiv ein Plakatarchiv, aber auch ein Musikarchiv. Eine sehr, sehr große Sammlung an Originalpartituren ab den 10er, 20er Jahren für Orchestervorlagen, aber auch für einzelne Musiker, wir haben Soundtracks, wir haben Schellackplatten. Der Umfang oder die Möglichkeiten hier zu recherchieren ist sehr, sehr breit.